in einem solchen Sturm jemanden nicht verlassen darf, sondern in einem solchen Sturm muss man daneben stehen und muss durchhalten mit ihm zusammen. Das ist meine Meinung. Und Heldenhaftes. Das ist nichts Heldenhaftes, sondern das ist wahrscheinlich. Das ist. Ach, jetzt hören Sie doch auf. Das ist wahrscheinlich, was wir in der Politik brauchen. Man kann nicht bei jeder Gegensturm gleich davonlaufen. Man muss auch mal stehen bleiben. Und das muss ich und das verlange ich auch von ihm. Sonst ist er das nicht wert, als was wir ihn, für was wir ihn halten. Und zwar ganz egal, weshalb der Sturm passiert? Nein, das ist nicht egal. Natürlich nicht. Frau Demmer wollte was sagen. Ja, ich glaube, dass die Kanzlerin, dass der Kanzlerin in gewisser Weise schon die Hände gebunden sind. Jedenfalls sieht sie das offenbar selber so. Denn diese hohen Beliebtheitswerte machen es nahezu unmöglich, diesen Mann zu stürzen. Also sie möchte mit Sicherheit nicht gelten als die Frau, die jetzt den Halsbringer da irgendwie vom Thron stürzt. Ja. Und insofern... Knifflige Lage. Schwierig. Ist es denn so, dass man sagen könnte, wenn er da jetzt durchkommt, dann ist er politisch für die Kanzlerin ja auch besser? Weil er ein bisschen gestutzt wurde. Also es kann ja gar nicht... Das hat sie zumindest gehofft. Ob das jetzt wirklich so kommt, werden wir mal sehen. Ja. Weil wenn er wirklich weiter so macht, wenn er damit jetzt so glatt durchläuft, dann glaube ich, tanzt er denen doch noch mehr auf der Nase. Warum soll er für die Kanzlerin eine Gefahr sein? Die Kanzlerin kann doch... Sie kann doch nur froh sein, wenn sie eine starke Persönlichkeit im Kabinett hat, die eine solche Ausstrahlung hat und die zugleich auch viele Wählerinnen und Wähler bindet. Warum soll denn das für sie ein Schaden sein? Ja, also warum ist er Verteidigungsminister geworden? Weil er sozusagen als ein Himmelfahrtskommando galt, das ist doch vollkommen klar. Ich meine, der enorme Ruhm, den er sofort als Wirtschaftsminister gewann, ohne übrigens viel getan zu haben, außer dieser Opel-Geschichte, das war doch sozusagen der Kanzlerin wie dem Seehofer ein Dorn im Auge. Mhm. Und den nach Afghanistan zu schicken, war ein sicherer Weg oder ein wahrscheinlich sicherer Weg, ihn sozusagen abzumeiern. Denn dass das sozusagen Tote gibt und Rückschläge gibt und dass das Ganze, wie es immer ausgeht, keine Triumphgeschichte für die Deutschen und für den Verteidigungsminister. Man kann doch die eigene Frau mitnehmen. Herr Baring, dann müssten Sie jedem anderen das Gleiche auch zubilligen. Also ich glaube nicht, jeder Verteidigungsminister wäre dann jemand, der auf ein Himmelfahrtskommando geschickt wird. Das ist nicht der Fall. Er hätte das Ministerium gar nicht annehmen müssen. Also Frau Ditfurth hat gerade eingeworfen, er ist ja mit dem Fernsehen nach Afghanistan gegangen. Mit der Frau und dem Fernsehen. Vielleicht macht das ja besonders geschickt. Professor Baring. Das war ihm nicht geschickt. Ach. Wenn man von ihm sagte, er könnte künftig Kanzler werden, was ja durchaus nicht ausgeschlossen ist, musste er bremsen. Er hat aber nicht gebremst, sondern reingepustet in das Feuer, damit es wieder hochschlug. Afghanistan, dieser Besuch mit Kerner und der Ehefrau, war ein fundamentaler Fehler. Aber das sehen Sie so. Ja. Der Wähler sieht es ja offenbar nicht so. Und das, was Gutenberg so unschlagbar macht, sind ja diese Beliebtheitswerte. Und insofern, und die das bestätigt ihn ja. Mich haben mehrere Leute gefragt, Fußnoten. Werden jetzt auch die Füße bewertet? Mit anderen Worten, ich glaube, dass diese akademische Welt der Masse der Bevölkerung völlig Schnuppe ist, weil sie da nicht durchguckt. Wir Akademiker denken, das sei wichtig für alle. Aber so eine Ruhmstory aus dem Krieg wird schon gut gefunden. Das ist eine ganz andere Sache. Man lockt die Leute in das Verständnis. Frau Ditfurth hat gerade ein Buch veröffentlicht, da geht es um die Frage letztlich, es geht um die Grünen, es geht überhaupt nicht um die CSU, es geht nicht um zu Gutenberg, aber es geht um die Frage... Also Herr Geist kann sich entspannen. Es geht um die Frage eines Images und dessen, was dann noch tatsächlich real ist. Also letztlich haben Sie eine Abrechnung mit den Grünen geschrieben, die nach dem Prinzip geht, die behaupten etwas zu sein, was sie in dem Moment, wo sie als Partei regieren, natürlich nicht mehr sind. Und sie schreiben im Prinzip als Fazit fast, Verrat ist eine Kunst, die die Grünen meisterlich beherrschen. Ist daraus denn zu schließen, dass jeder, der in die Politik geht, egal mit welchen Idealen er gestartet ist, und die Grünen sind ja mit Idealen gestartet, irgendwann am Ende dieses ganzen Prozesses so ist wie alle anderen auch? Also ich habe keine großen Illusionen über das, was etablierte Parteien sind. Aber ich muss jetzt sozusagen auch aus so einem Abstand von vor 20 Jahren ausgetreten, das nochmal angeguckt, sagen, es gibt keine andere Partei, so viel Kritik ich auch an allen hätte, in der die Differenz zwischen dem Image und der praktischen Realität der Politik so groß ist. Das heißt, die können heute rumlaufen und sagen, wir sind ziemlich sozial denkende Menschen und gleichzeitig verschweigen, dass sie mit noch größeren Prozentsätzen als die SPD die Axt an den Sozialstaat gelegt haben mit Agenda 2010, Leiharbeit, Hartz IV und was nicht alles. Sie können heute behaupten, dass sie ganz doll kämpfen gegen die CDU wegen Laufzeitverlänger Atomkraftwerke, aber vergessen zu erwähnen, dass sie die
juristische und technische und politische Möglichkeit dafür mit ihrem sogenannten Atomkonsens gelegt haben. Also 2001 sagen müssen, es ist ein Rechtsbruch, gegen Castoren zu demonstrieren. Mhm. Und heute sagen, jetzt ist gut, weil die Radioaktivität offensichtlich in der einen Hand gesünder ist als in der anderen. Mhm. Und sie können drittens auch noch sagen, in Sachen Krieg, etwa Fischer, der kann rumgehen und heute behaupten und schreiben, niemals habe er die Situation im Kosovo, Jugoslawienkrieg 98, verglichen mit Auschwitz. Natürlich niemals. Sodass ich gedacht habe, vielleicht irre ich mich ja. Ich bin ein selbstkritischer, vorsichtiger Mensch. Ich gehe noch mal in die Archive und was finde ich? Ja. New York Times, englische Zeitung, deutsche Zeitung, massenhaft über Monate. Natürlich. Und er glaubt trotzdem, dass er damit durchkommt, dass er den Vergleich Milosevic, Hitler, Auschwitz, Kosovo nie gezogen hat. Und ich dachte tatsächlich, selbst in der Zeit, wo ich ihn wirklich, also auch als er Linker war, nicht mochte, weil ich seinen Charakter nicht schätze. Ich habe gedacht, der ist in allem anpassungsfähig, aber im Kern hat er eine Sache, wo er stabil ist. Habe ich echt geglaubt, so naiv war ich mal. Das ist nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz. Dass er dann diese Kategorie verwenden konnte, um einen Krieg, den ersten Krieg zu begründen. Ja. Und das war die historische Sonderrolle der Grünen. Stellen Sie sich mal vor, Westerwelle hätte sich hingestellt, mit schwärzverzerrtem Gesicht gesagt, ich trage alle Last der Welt und die Entscheidung auf mir. Ich will jetzt wegen Auschwitz, dass wir diesen Krieg führen. Wer hätte ihn alle ausgelacht? Ich hab eine Frage. Ist der schon vorher so gewesen, bevor er in die Politik gegangen ist? Oder macht die Politik aus jedem, der reingeht, letztlich einen Opportunisten? Also, nein, das stimmt nicht. Das will ich jetzt mal versuchen. Ich hatte in den Grünen aus den 80er Jahren unheimlich viele Freunde, die auch meine Freunde zum größten Teil jedenfalls geblieben sind. Und was für ein Zufall, die sind alle 90, 91 ausgetreten. Und die Leute, die heute in den Grünen drin sind, wissen nur nicht mehr, was ihnen nicht vorzuwerfen ist, worüber wir uns früher gestritten haben, sondern die stellen sich heute noch hin, 10 Jahre oder 8 Jahre nach den Agenda-Beschlüssen und erzählen auf Wahlveranstaltungen, wir haben eigentlich alles richtig gemacht, uns fehlte nur die Vision. Das heißt, es ist auch ein Teil dieser besitzbürgerlichen, verrohenden Mittelschicht, die sich zum Teil, muss ich sagen, heute sind fast die Wähler schlimmer der Grünen als die Grünen. So, aber jetzt die Preisfrage. Warum sind denn die Grünen gerade in Umfragen so beliebt, wenn alles das stimmt, was Sie sagen? Das wäre ja dann auch die Gutenberg-Frage. Warum ist denn, wenn man da was vorwerfen kann, am Ende doch jemand so beliebt? Also es gehören ja zwei dazu. Image funktioniert. Ja, klar. Ja. Also das Problem sind auch, in dem Fall sagte ich ja, also mir sind die Wähler der Grünen manchmal schon fast, und es will was heißen, unsympathischer als grüne Politiker. Wir finden in bestimmten Städten im Nordend von Frankfurt, wo ich wohne, oder im Prenzlauer Berg in Berlin oder anderswo, finden wir zunehmend so eine gehobene, sozial sehr ignorante Mittelschicht, die Öko tut, das heißt Trennung von Müll und ein Fahrrad zusätzlich zu den zwei Autos und die Kinder, aber in eine Privatschule, aber selber Öko essen, die in den Umfragen, es gibt eine wunderbare Studie, die ich nicht weiter ausführe, keine Sorge, von Professor Heidmeier aus Bielefeld, Surkamp-Buch empfehle ich sehr, wo er analysiert, wie das ist mit dieser Entwicklung. Einerseits den Sozialstaat weghauen und dann aber die Folgen der eigenen Politik missachten. Aber warum sind die Wähler so begeistert? Täuschen die sich selber? Die Wähler der Grünen sind ja nicht, das ist ja nicht Volkspartei, sondern ist ein bestimmtes gehobenes Klientel, die in den Grünen sich auch widerspiegeln und die diese Grünen auch immer weiter nach rechts in eine komplett wirtschaftsfreundliche Politik ziehen. Und in diesen Umfragen von Heidmeier, das war übrigens vor Sarrazin rausgebracht. Der Wähler verändert es. Nein, es ist eher dialektisch. Es geht in beide Richtungen. Man hat bestimmte Erwartungen aneinander und die setzt man ziemlich rigoros durch. So, und das heißt, dass am Ende jeder, der in die Politik geht, Sie sagen es so drastisch, würden Sie sagen, wird korrumpiert dadurch? Nein. Ja, die Ämter prägen stärker die Leute, als die Leute, die Ämter Strukturen prägen. Das ist aber doch total deprimierend. In Wahrheit. Wollen Sie von diesen Menschen regiert werden? Es gibt auch keine andere Politik. Ich meine, das ist für die Politik ja so schwierig. Das ist ja auch der Umbau der Bundeswehr eine Sache von mehreren Jahren und nicht von einigen Hochruckreden. Ja. Das ist wirklich auffällig. Die Frage ist doch tatsächlich, welche Karriere wird jetzt jemand wie zu Gutenberg machen, über den wir jetzt einen ganzen Abend geredet haben, der gesagt hat, er hat einen Fehler gemacht. Manche bewerten diesen Fehler schwerer als andere. Kann so jemand noch Kanzler werden? Was glauben Sie? Ich fürchte, das dauert ja ein paar Jahre, bis die Frage aktuell werden wird. Ja? Wenn er vorsichtig ist und wenn er umsichtig ist und wenn er so intelligent ist, wie ich glaube, und so tatkräftig, dann wird er das möglicherweise eines Tages werden. Aber wir werden doch uns jetzt nicht darüber den Kopf zerbrechen und er hoffentlich auch nicht. Denn das ist keine Frage, die in irgendeiner Weise in absehbarer Zeit aktuell werden würde. Also es gibt die Frage, Werner Schneider, nach dem Rücktritt beginnt bei manchen Menschen der eigentliche Aufstieg. Das war bei Cem Özdemir zum Beispiel so, dass tatsächlich diese Stahl
Bart oder Gewitter, haben Sie gesagt? Total Gewitter. Das war schon Ernst Jünger. Am Ende jemanden so sehr stellt, dass er dann auch gerade erst wächst. Glauben Sie, das wird in diesem Fall passieren? Das kann passieren. Ernst Jünger. Das kann passieren. Wenn er durchtaucht, kann das passieren. Denn wir haben ja einen Aspekt nicht angesprochen, warum er so beliebt ist bei den Leuten. Weil er quasi der gebildeten Schicht, die ja verachtet wird, vor den Koffer, ich verwende das Verbum jetzt nicht, weil es ist im Grunde, Sie sagen, der gibt es diesen Obergescheiten, ja, und der lässt sich von denen nicht ins Boxhorn jagen. Das ist eine außerordentlich populistische Chance und insofern hat er noch alle Chancen. Darf ich noch einen Satz sagen? Bitte? Weil Sie gesagt haben, ob Politik deformiert. Ganz, wie habe ich Zeit? Zwei, drei Sätze? Probieren Sie es. Der von mir hochverehrte Kanzler Kreisky, wir haben ihn jetzt Bruno gefeiert. Kreisky, Österreich. Bruno Kreisky, Österreich, ja. Wurde einmal von mir in einem Gespräch, das stattgefunden hat, habe ich zu ihm gesagt, für eine Zeitung war das. Die Steierwerke haben Panzer geliefert in irgendein Krisengebiet. Und er hat zu mir gesagt, schauen Sie, das sind die Steuerwerke, mit dieser Entscheidung habe ich gar nichts zu tun. Dann habe ich gesagt, Herr Bundeskanzler, Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass die Panzer verkaufen können ohne Ihre Erlaubnis. Dann eine große Pause und hat gesagt, schauen Sie, so einen moralischen Standpunkt einzunehmen, sind Sie da, deshalb genießen Sie auch ein so hohes Ansehen. Mit großer Traurigkeit hat er das gesagt. Mit anderen Worten, er kann sich das nicht leisten als Bundeskanzler. Er hat die Macht nicht. Alle Chancen offen. Anna von Bayern, will er das? Das war ja jetzt gerade die Frage. Wo will er eigentlich hin? Dieser Karl Theodor zu Guttenberg. Ich glaube, es ist ihm ganz wichtig jetzt, dass er da wirklich diese Reform durchzieht und dann einen guten Job macht, wo er jetzt ist. Okay. Ich fand diese Kanzlerdiskussion war noch lächerlich, als sie anfing. Kaum war der ins Amt als jüngster Wirtschaftsminister, sprachen alle über Kanzlerkandidatur, vielleicht in, keine Ahnung, 10 Jahren. Also da kann man wirklich nur darauf sagen, es ist unheimlich unwegbar, dieses Geschäft. Und wer weiß, was passiert. Ganz sicher ist, für die dahin wollen, auf dem Weg wird man versuchen, das ist bei jedem so gewesen, die persönliche Integrität zu zerstören. Ja. Und da weht ein unheimlich rauer Wind und da muss man durch. Ja? Mhm. Und diese Situation ist eine, die wir jetzt haben. Und es ist die Frage, kommt man da durch, kommt man da nicht durch? Im Publikum gestern saßen Roland Koch, Volker Bouffier, Hessen CDU, die ja auch gezeigt hat, größtmögliche Vorwürfe und trotzdem kann man Karriere machen. Ist das ein Weg, tatsächlich Karriere zu machen, auch in der Politik? Ich weiß jetzt nicht, ob es der Weg ist, Karriere zu machen, aber es hilft natürlich, wenn man dieses Stehvermögen hat. Das hat er ja nun zweifellos jetzt schon bewiesen. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass er das wird. Ich bin sicher, dass er es werden will. Dieses Vorgeschobene, ich kann ja auch ohne Politik, das glaube ich ihm nicht. Also, Ich glaube, das ist ganz schön verlockend angesichts in diesen Tagen. Wir werden sehen, ob er dazu gebracht wird oder nicht mehr halb so viel Aufmerksamkeit haben und dass er eitel ist, damit spielt er ja selber. Also da würde ihm schon was fehlen ohne die Politik. Wir sind gespannt, was aus seinem Weg wird. Wir sind gespannt, ob diese Debatte in der Republik die Dinge etwas verschiebt. Und wir sind gespannt, was Frank Plasberg morgen aus dem Thema macht. Denn hart, aber fair hat der Fall des Superstars. Wer glaubt noch den Politikern? Das war's für heute von uns. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für Ihre Einsichten und danke Ihnen fürs Zuschauen. Jetzt sind die Kollegen des Nachtmagazins dran. Schönen Abend noch. Ja, ich bin mal gespannt.